besonders an Bhutan gefällt mir, dass nicht nur an das wirtschaftliche Wachstum gedacht wird, sondern auch an das Glück der Menschen. Und das hängt von einer gesunden Umwelt ab und auch von der Pflege der Tradition und der Kultur. Und dafür wird in Bhutan sehr viel getan. Ein besonders erfolgreiches Beispiel der Stromversorgung in den ländlichen Gebieten Bhutans ist die Elektrifizierung des Bobchika-Tals. Das ist der Wohnraum der Schwarzhalskraniche. Das ist eine vom Aussterben bedrohte Vogelart. Und die Elektrifizierung wurde nicht sozusagen mit Masten und Stromkabeln in der üblichen Form durchgeführt, sondern die Kabel wurden unter der Erde verlegt, um diesen Lebensraum, das Nistgebiet der Schwarzwaldskraniche, nicht zu gefährden. Und Österreich hat sich damit einen sehr guten Ruf erworben. Wenn man sagt Österreich, dann sagen die Leute sofort, ja, ihr habt das Kraftwerk in Pasochuk gebaut. Oder wenn man Österreich sagt, dann kommt immer wieder die Geschichte, dass einmal Haflingerpferde nach Bhutan gebracht worden sind. Und an das erinnert man sich gerne. Das ist sozusagen die älteste Geschichte, die es gibt in der österreichisch-bhutanischen Beziehung. Und immerhin feiern wir in diesem Jahr bereits 25 Jahre Beziehungen, bilaterale Beziehungen mit Bhutan.